Pike, Hacke, Pike, Hacke, Pike, Hacke, Schuss vor Tor. Alle 12 Spiele gewonnen, denn
Was soll man sagen? Kein Wunder. Tom Fassbinder hat in euren Reihen erfüllt die Torschützenliste mit 26 Treffern an. Boah, Wahnsinn. Mal sehen, wo ihr heute landen werdet. Herzlich willkommen. Es war bei den Finkenkrug. Einen dritten Platz gab es für eure A-Union in der Bahnbundesliga. Seid ihr derzeit Sechster ab 17 Punkte. Und Ruben Elias Kokuba mit 11 Treffern, ganz oben dabei, Platz 5 derzeit der Torjäger-Tabelle. Eure 10 Minuten sind Sechster geworden. Es gibt 92 Vereine bei euch in der Stadt. Einer davon ist heute hier. Herzlich willkommen aus der Stadt am Fluss kommt der JTV Hafenstadt Brandenburg. Moritz Fedder hat 24 Treffer, ist derzeit zweitbester Torjäger. Eure Union sind Fünfter geworden. Man sagt auch Motor des Bambino. Aus der Waldstadt in die Lausitz kommt FV Preußen Eberswalde. Ich sehe gerade, ich bin da unter dem Bild. Das sind diese ganz guten Darmstadt-Kameras, die sich nicht mehr bewegen. Wir kommen zur Staffel A. Liga Neuling und amtierender Landesmeister in der Regionalliga 13. mit 7 Punkten. Da muss also noch ein bisschen was passieren. Aber ein Sieg habt ihr eingefahren gegen Rot-Weiß Erfurt. Eure C-Junioren sind Zweiter geworden, eure D-Junioren 7. Wir sagen herzlich willkommen. Thank you.
Frau Wolf, ihre Freunde, der Rahmenblick ist mit Moritz Vetter, mit der Rücken Nummer 7 für das Tor, Veit Gummig mit der Rücken Nummer 1. Franz Jur trägt die 8, Tobias Fischer trägt die Rücken Nummer 11. Dann haben wir den Kapitän Niklas Zarmalt und Christopher Frank mit der Rücken Nummer 2. Florian Groß, die 3, wie er sagt, hat sich bekommen, Thorsten Herz, das ist der Trainer, sein Co-Trainer Frank Zosel. Brandenburg.
Torwart und zwei Nummer 3 und der Torschütze mit Nummer 10, Giovanni Kotteschew. Ja, und Preußen Eberswalde muss jetzt noch ein bisschen was tun. Deshalb führen beide Mannschaften die letzte Minute. Thank you.
Mannschaft der Halbzeit sich bereit. FC Energie Cottbus gegen RSV Eintracht. Abstand vom 6 Meter zum 7 Meter sieht größer aus. 10 Meter. Ich habe ihn.
gedruckt. Die letzte Minute. Thank you.
Und das steht jetzt keiner oder was? Ach, jetzt nicht. Spiel gedreht, erneut mit der Rücken.
18 zum 2:1. Fabio Sadoni. Yeah.
denn für die Jungs aus Babelsberg? Da hat er das richtige Auge gehabt mit der Rucke Nummer 25. Tobias Dombrova. Thank you.
Punkt. Strafstoß, 10 Meter. Und Foul durch Frankfurt. Das vierte Strafstoß vom 10 Meter Punkt für Babelsberg. Thank you.
Thank you.
Brandenburgs hier in Cottbus. Klasse. Damit sind wir durch. Kommt zur Siegerehrung und begrüßen ganz herzlich Manuel Zeitz und Philipp Knechte vom FCRB Cottbus. Schön, dass ihr da seid. Ihr werdet heute die Siegerehrung durchführen. Natürlich. So, jetzt haben wir aber noch ein bisschen was vergessen gehabt und gratulieren ganz herzlich Niklas Zameit von Preußen-Eberswalde zum Geburtstag. Komm einfach mal hoch. Hoch. Hoch müsstest du da hoch. Komm vor zu uns. Das ist ein wunderschönes Handtuch. Also, alles Gute für dich. Dann sagen wir Dankeschön bei den Schiedsrichtern des heutigen Tages. Jens Polstermann, Robert Reinhardt und Roland Reinhardt. Dankeschön für euer Kommen, für eure energischen Pfiffe und Anweisungen. Und ich glaube, sie haben es den Jungs auch ganz gut erklärt. Ist ja auch alles ein bisschen neu mit dem Futsal. Wir kommen zur Wahl des besten Spielers und besten Torhüters. Das haben eure Trainer und eure Betreuer gemacht. Das war nicht irgendeine Jury. Und die Jungs kommen bitte nach vorne. Genau, es kommt ja noch einige. Moritz Vetter, FV Preußen-Eberswalde. Dann haben wir Giovanni Kotischew, SV Babelsberg 9-3. Glückwunsch auch für dich, für den Knecht im Bereich die Urkunde. So schnell kann es gehen, eben noch U19 jetzt schon bei den Profis. Und dann haben wir noch einen vorerst. Tobias Dombrova, SV Babelsberg 03. Und die Wahl des besten Torhüters, na, fast einstimmig. Pascal Stahl, SV Kaltensee, Finkenburg. Plätze 4 bis 8, bitte, da reicht uns einer, wenn einer nach vorne kommt, 1 bis 3, die gesamte Mannschaft. 8 beste Mannschaft im Land Brandenburg bei den Junioren, bei den B-Junioren. BSC Preußen 07, Blankenfelde-Malo. Glückwunsch, komm nach vorne. Und das war das Spiel um Platz 7, das gewann. Und Glückwunsch, FC Energie Cottbus! Das sind die Jungs der U17, aber sie wissen es. Das ist der ganz junge Jahrgang auch dort mitgemischt. Dann haben wir als Sechsten Glückwunsch. Und das waren die Jungs, die kaum noch stehen können. FV Preußen-Eberswalde. Immerhin Sechster. Ich würde euch da am liebsten morgen freigeben. Ich kann das aber nicht machen. Das war eine Top-Leistung von euch. Keine Wechselspieler mitgehabt. Klasse. Fünfter.
JTV Hafenstadt Brandenburg. Ja. 2:0 Erfolg im Spiel gegen die Eberswalder. Und wir kommen dann schon zum Platz Nummer 4 und beglückwünschen ganz herzlich RSV Eintracht 1949. Teltow, Kleinmachnow, Starksdorf, das waren die Gemeinden, die Städte, die sich zur Eintracht zusammengeschlossen. Ja, und nun gibt's die Pokale. Platz 3. Erster FC Frankfurt-Oder. Ja, und die Pokale sind vom KSC Anlagenbau, unserem Partner, La Jagna Partner. Dankeschön an KSC. Und das sind die Frankfurter. Damian Schubert als Torhüter, Nikolas Engel, Robin Hink, Sandro Henning, Uwe Dartel, Maurice Mann, das war der Kapitän, David Vardanyan, Dustin Gutzmann und Niklas Wettemar. Ja, Vater des Erfolgs, ich habe ihn gar nicht vorhin gesehen, aber ihm gratulieren wir natürlich auch ganz herzlich, Matthias König. Und damit Silber in einem packenden Finale. Wir freuen uns und gratulieren dem SV Babelsberg 03. Wir sagen auch Dankeschön dem FC Henry Cottbus. Platz 1, 2, 3 bekommt 20 Freikarten für ein Spiel des FCG, die gibt es also noch dazu. Jannis Kriese im Tor, dann haben wir Anton Schwarz, Glenn Enson, Giovanni Kotechev, Kimbi, Januar Rio, Karim Shiva, Fabio Sardoni, übrigens 5 Treffer, Tobias Korova, Toni Kosic und die Väter des Erfolgs Marco Striezel sowie Frank Heuk. Und jetzt wird geehrt der Hallenlandesmeister der B-Junior 2016 in Cottbus in der Lausitz Arena. Recht herzlichen Glückwunsch, ihr nehmt teil am NOLV an den Meisterschaften am 14.02. werdet ihr Brandenburg vertreten in Brandenburg. Herzlichen Glückwunsch, SV Waldensee Blümel, Cedric Buschardi, Manuel Drescher, der Kapitän Tom Fassbender, Ronny Grun, Marcel Illmann, Joshua Kauf, Danny Kolfinski und der Torhüter Pascal Stahl. Wir gratulieren herzlich dem Trainer Stefan Gödel, seinem Co-Trainer Dennis Hosan. Mannschaften von 1 bis 3 stellen sich jetzt nochmal zum Tor der Pokalfinale.